selbst und seiner Herkunft treu bleiben, lautet die Überzeugung. Das gilt auch für diese deutsch-türkische Schönheit, eine Grenzgängerin zwischen den Kulturen. Ähnlich wie Fatih Akin ist Asli Bayram in ihrer Heimat Deutschland eine Exotin, fühlt sich aber trotz weit verbreiteter Engstirnigkeiten wohl in ihrer türkischen Haut. Would you like to have sex with me? No, thank you. Ich setze mir einfach keine Grenzen in meinem Denken. Ja, ich sehe alles realistisch. Ich weiß, es gibt das Gute und das Böse. Aber es ist kein Ausweg. Oder für mich macht es nicht Sinn, da zu sitzen und sagen, alles ist schlecht. Ich hasse jetzt jeden und man muss weitermachen. Es gibt auch schöne Dinge im Leben und das sehe ich einfach. Okay. Eine harte Schule. 1994 wird ihr Vater von Rechtsradikalen in Darmstadt ermordet. 2005 wird sie die erste deutsch-türkische Miss Deutschland, hängt den Beauty-Business-Job aber an den Nagel, um sich als Autorin und Schauspielerin mit Kulturprojekten für Toleranz einzusetzen. Ich würde sagen, es ist etwas, was nicht verschwindet, auf keinen Fall. Vielleicht habe ich es auch nicht verarbeitet, aber man muss weitermachen und nicht stehen bleiben. Und für jedes Schlechte muss man selber was Gutes machen. Kopf hoch. Tapfer bleiben. Es kommen auch wieder bessere Zeiten.